Ich bin Laika und heute fängt meine letzte Uniwoche an. Ich war ziemlich schock. Es ist halt schon wieder so richtig frech. Ich habe gerade diesen Sound gefunden und der erinnert mich einfach an diese Early 2000er Teenie-Filme. Ich liebe diese Filme und deswegen hören wir uns das Intro nochmal an. Ich bin Laika und heute fängt meine letzte Uniwoche an. Ich war ziemlich schock. Es ist halt schon wieder so richtig frech. Also ich habe keine Vorlesung mehr, weil ich jetzt in meinem letzten Semester bin. Also ich schreibe meine Bachelorarbeit und es ist auch nicht Montag. Heute ist Dienstag und ich habe noch genau eine Woche Zeit, um meine Bachelorarbeit zu schreiben. Ich bin lang noch nicht fertig, aber am Dienstag ist mein Abgabetermin. Ich weiß nicht, vielleicht gebe ich auch am Montag ab, je nachdem, wie weit ich komme. Nee. Genau, also es ist noch... ja, ich habe noch einiges an Arbeit vor mir und ich arbeite nebenbei auch. Also das werdet ihr dann auch irgendwie in einem Video mitbekommen. Und ich gehe jetzt aber erstmal zum Arzt, weil ich mich impfen lasse. Ganz Corona-unabhängig. Muss was aufgefrischt werden für was nach meiner Abgabe kommt. Genau, also ich fahre danach in den Urlaub und hoffe, dass alles klappt. Den Impfstoff habe ich sogar schon hier im Kühlschrank, weil ich mir den selber holen musste bei der Apotheke. Holy shit, sehr kalt. Ich glaube, das müsste ganz schnell gehen, weil ich mir auch keinen Termin dafür machen musste. Die meinten, also der Arzt meinte, ich soll einfach vorbeikommen. Ich mache mich jetzt schnell fertig und hoffe, dass es nicht so voll ist, damit ich mich wieder direkt an den Laptop setzen kann. Ich setze mich auf jeden Fall heute Abend nochmal dran, aber ich habe nachmittags, ich glaube zwei, wenn nicht sogar drei Meetings. Das heißt, da geht auch nochmal ein bisschen Zeit für das eigentliche Schreiben verloren. So. Ach so, ich brauche meine Versichertenkarte. Hey, wo habe ich meine Tasche getan? Ach so, und moin. Die war die ganze Zeit auf dem Sofa, aber ich habe die nicht gesehen. Meine Schwestern sagen immer, ich sei messy. Aber ich glaube, ich bin einfach nur blind. Ich bin schon wieder zurück. Also ich war jetzt... Puh, ich bin auch satt. Sicherlich so 25, 30 Minuten gewartet. Ist ja auch völlig okay. Aber die Spritze... Die hat am meisten wehgetan von allen, die ich bisher in meinem Leben bekommen habe und an die ich mich erinnern kann. Es hat schon richtig gezogen, als ich das in den Arm gespritzt bekommen habe. Ich frage mich aber auch, liegt das am Stoff oder liegt das einfach an der Art, wie die Leute das einem in den Arm spritzen? Meine Sis meinte mal, dass sie von der Impfung richtig Fieber bekommen hat. Ich hoffe, das ist bei mir nicht der Fall. Also es war übrigens eine Auffrischung für oder gegen Hepatitis A und B. Ich krieg noch nächste Woche eine zweite. Dachte, ich würde jetzt nochmal ein Rezept bekommen und ich müsste nochmal zur Apotheke, weil ich nur eine Packung bekommen habe. Aber, also ich habe auch nachgefragt beim Arzt und die meinten, die Apotheke hätte denen das vorbeigemacht, weil die einfach vergessen haben, mir die zweite mitzugeben. Wow, machen wir, glaube ich, erstmal was zu essen. Gestern Abend haben mir meine Eltern auch so eine geile Pizza mitgebracht aus der Stadt. Die sah so aus. Eine Hälfte ist mit Champignons und die andere Hälfte ist Pizza Hawaiian. Und die schmeckt wirklich so, so gut. Ich esse die Reste später zum Mittag und freue mich schon richtig drauf. Und zum Frühstück mache ich mir jetzt Porridge oder so. Klingt langweilig, ich weiß, aber das hatte ich irgendwie schon länger nicht mehr. Es sind nicht mal 2 Minuten vergangen. Ich habe meine Meinung geändert. Ich bin jetzt, um ehrlich zu sein, einfach viel zu faul, um jetzt das zu essen zu machen. Deswegen esse ich jetzt doch die Pizzareste. Immer noch geil. Es ist 9:30 Uhr. Ich habe die Pizza aufgegessen. Ja, Alter, ich lebe das Leben. Mein Schlafrhythmus ist eigentlich wieder okay geworden. So ein bisschen. Also in meinem letzten Video war es irgendwie komplett durcheinander. Also es ist so 1,5 Wochen her ungefähr. Und jetzt geht's eigentlich echt wieder. Also ich meine, ich stehe nicht mehr erst um 16 Uhr auf oder 14 Uhr. Morgen muss ich aber auch nochmal zum Arzt, weil dann habe ich einen Zahnarzttermin. Ich gehe eigentlich super selten. Also zu irgendwelchen Ärzten, weil ich eigentlich nichts habe. Aber gerade häuft sich das so an. Kleines Update, wie es mit meiner Interviewpartnerin läuft.
Ich mach's nicht spannend, es läuft gar nicht. Es ist halt schon wieder so richtig frech. Also wir sind ja da stehen geblieben, dass sie gefragt hat, ob es okay wäre, wenn das eine Kollegin von ihr auf Englisch macht. Dann meinte ich halt, wenn sie selbst dafür wirklich keine Zeit findet, dann ja, weil ich für jede Hilfe dankbar bin. Das habe ich am Mittwoch gesagt und gefragt, ob die Kollegin Deutsch kann, sodass sie mit den Fragen arbeiten kann, die ich meiner eigentlichen Interviewpartnerin geschickt habe. Und wenn nicht, dann hätte ich die halt einfach auf Englisch übersetzt. Ich habe keine Antwort bekommen. Dann habe ich halt gewartet bis Freitag. Und ich habe immer noch keine Antwort bekommen. Dann habe ich die Sachen einfach mal übersetzt und die Fragen sogar gekürzt und dann Freitagmorgens geschickt. Kam immer noch nichts. Und dann habe ich am Montag zweimal versucht, sie anzurufen. Sie ist nicht rangegangen, beziehungsweise ich glaube, sie hat mich weggedrückt, weil also so schnell, wie die Mailbox dann kommt, kann sie mich nur weggedrückt haben. Aber keine Ahnung. Und dann habe ich einfach mal eine WhatsApp geschrieben, generell nach einer Rückmeldung gebeten, weil mein Abgabetermin ja nächste Woche ist und es sehr knapp ist, ihre Expertise trotzdem gerne mit in meine Arbeit einbinden möchte. Digga, vor allem, ich sehe halt immer auch so auf LinkedIn, die ist so aktiv oder postet was, wo ich mir denke, Bruder, chillt die ganze Zeit auf LinkedIn, anstatt mir die Fragen zu beantworten von einem Interview, was du vor über 2 Monaten zugesagt hast. Deswegen wird jetzt richtig durchgezogen. Ich weiß nicht, das Problem ist halt, ich bin irgendwie nicht so gestresst, weil allein, also realistisch gesehen, denke ich nicht, dass ich irgendwie durchfallen werde oder sowas. Also für mich gibt es die Option, durchzufallen oder das halt irgendwie super, super schlecht abzuschneiden, nicht. Das mag jetzt richtig oberflächlich klingen oder irgendwie sowas. Ich bin jetzt nicht überdurchschnittlich intelligent, aber ich mache alles auf dem letzten Drücker, gefühlt. Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, dass es bei meiner Abschlussarbeit ein bisschen anders laufen wird. Und dass ich früher angefangen hätte oder auf jeden Fall jetzt schon weiter wäre. Eigentlich im Optimalfall wäre ich schon seit einer Woche fertig. Bin ich aber nicht. Ich gucke da gerade auf die Seite. Ich glaube, ihr seht das im Spiegel. Da hängt so ein Blatt, wo ich die ganzen Tage abhake bis zu meinem Abgabetermin. Egal wie weit ich voraus plane, wirklich umsetzen, kommt bei mir erst wirklich, wirklich sehr, sehr spät. Deswegen gehen wir jetzt zum Rewe. Falls ihr dachtet, ich sage, ich fange an. Falsch gedacht. Ich hole mir jetzt ein paar Energy Drinks. Ich trinke die eigentlich fast nie. Ich glaube, ich habe mir noch nie in meinem Leben Red Bull gekauft. Oder so ein Monster. Auch nicht. Aber ich glaube, Kaffee bringt bei mir gerade nichts mehr. Entweder bringt es einfach nichts oder die Wirkung hat nachgelassen. Keine Ahnung. Deswegen hole ich mir jetzt Energy Drinks. Mega warm draußen. Also ich hätte locker mit einem Pulli rausgehen können. Ich dachte, es wäre viel kälter. Aber es war eigentlich super angenehm. Ich war ziemlich schock. Ich dachte erstens, Red Bull wäre günstiger. Das hat irgendwie, keine Ahnung, 1,20 oder so gekostet. Ich dachte, das kostet so 90 Cent, vielleicht 1 Euro. Und ich habe mir noch so Monster geholt. Die hatten ja voll viel Auswahl. Ich dachte, das wäre nur dieses grün-schwarze. Aber hier hat ja wirklich viel. Also, ich habe mir erstmal diesen normalen Red Bull, aber Zero geholt. Kaktusfeige. Alter, wie viel Zucker ist hier überhaupt drin? Mehr als 20. Oh mein Gott, ist das viel Zucker, Alter. Und dann habe ich mir von Monster, ich glaube, das ist Fruit Punch, ja. Pacific Punch. Also Fruit Punch an sich finde ich ganz nice. Deswegen bin ich gespannt. Das klang eigentlich ganz gut. Wir hatten ganz coole Sorten. Ich weiß nicht, ob das Limited Editions sind. Dann habe ich mir noch Mango Loco geholt. Es gab auch nur Mango. Dann habe ich mir noch Tropical Guava geholt. Naja, auf jeden Fall. Oh, wow, hier sind B-Vitamine drin. Wow. Wir wollen ja auch ein bisschen gesund sein. Habe ich mir Baby-Karotten geholt. Oh, ich habe irgendwie heute noch nichts Richtiges gegessen. Deswegen esse ich jetzt mal was Richtiges. Mein Dad hat Gemüse, ich glaube, wie nennt man das? Chop Soy gekocht. Zum Glück, ich hatte wirklich gar keinen Bock, jetzt noch was zu kochen. Und eigentlich mag ich es zu kochen, aber ich bin jetzt einfach viel zu faul. Kennt ihr das, wenn ihr für eine Zeit lang so viel Schrott nur gegessen habt oder nichts
nichts Vernünftiges, dann habt ihr einfach schon voll Hunger und Lust auf was Gesundes. Das habe ich jetzt gerade. Ich habe übrigens auch ein schriftliches Kolloquium. Also man muss ja seine Bachelorarbeit verteidigen. Ich glaube, es ist nur ein Kolloquium. Soll halt einfach nur zeigen, dass man die Arbeit wirklich selber geschrieben hat und nicht irgendwo gekauft. Theoretisch könnte ich das eigentlich am selben Tag, wo ich meine Arbeit abgebe, auch schon einreichen. Wäre mir jetzt zu viel Arbeit oder zu stressig. Und mir wurde ein Ergänzungsfach noch nicht angerechnet, weil ich das dieses Semester gemacht habe. Also das ist zwar unbenotet, aber es müssen halt trotzdem alle Klausuren oder Prüfungen als bestanden eingetragen sein, damit man das Kolloquium mit abgeben kann. Okay, ich will jetzt mal den ersten probieren. Nee, das ist das Falsche. Das ist das Richtige. Ich wollte dieses Tropical Punch oder Fruit Punch, Pacific Punch, zuerst probieren. Oh, okay, ich rieche aber das Desinfektionsmittel. Das riecht eigentlich ganz gut. Boah, das ist richtig lecker. Manchmal gibt es von Arizona diesen lilanen Eistee und das schmeckt dann auch so. Boah, ich feiere das. Ich glaube, ich hole mir das auch nochmal. Aber das ist wirklich sehr, sehr süß. Weil ich nicht gerade schon genug Zucker in mich reinschaufel. Es ist auch gerade mal. Okay, was heißt hier gerade mal? Es ist 20 nach 10. Und ich esse jetzt Kuchen. Meine Mom hat gestern ein Stück Donauwelle und Carrot Cake geholt. Und die Stücke sind eigentlich. Die waren echt riesig. Und das sind jetzt noch die Reste. Aber die sind wirklich richtig lecker. Und dann geht's weiter. Ich habe natürlich vergessen, ein Outro zu filmen. Also vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Und ich habe an dem Abend bzw. in der Nacht nichts anderes gemacht, als meinen Kuchen gegessen und an der Bachelorarbeit weitergemacht, weitergeschrieben. Also nichts Spannendes. Ansonsten vergesst nicht zu abonnieren und folgt mir gerne auf Instagram für mehr Einblicke in mein Leben. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal.